Jola, ein wundervolles und herzliches Willkommen. Endlich mal wieder live und in Farbe und mit Live-Commentary. Und ich würde mir sagen, ein wundervolles und willkommen zu einer neuen Folge von MotoGP. Natürlich wieder wie gewohnt am Sonntag. Die Sommer- oder beziehungsweise Weihnachts-Winterpause ist vorbei. Ich meine, es kann immer wieder abwechselnd Videos, aber halt nicht so komplett der Reihenfolge nach und halt täglich zwei Videos und dann kam wirklich ein, zwei Tage gar nichts. Und ja, ihr müsst es mir verzeihen, es war Weihnachten, die schönste Zeit, die es gibt, und ich hoffe, ihr hattet sie auch eine wundervolle Zeit und einen wundervollen Start ins neue Jahr. Natürlich war ja auch Silvester da dran. Gehen wir mal rein ins Rennen und sprechen mal ein bisschen so. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ihr so euer Weihnachten gefeiert habt, euer Silvester. Gab es vielleicht Höhen, gab es Tiefen vielleicht auch. Ja, könnt gerne mal alles unten in die Kommentare reinschreiben und vor allem lasst gerne ein kostenloses Abo da und ein Däumchen rum. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr zum neuen Start, zum neuen Jahresbeginn einen neuen Kanal zu abonnieren startet, und das wäre natürlich schön, wenn ihr da uns supporten würdet, wäre wirklich wunderschön und würde mich wirklich freuen. Wir sind hier in Motoland Aragon, keine Ahnung was das hier ist. Wie gesagt, ich habe jetzt MotoGP für die Xbox. Wir werden ab nach diesem Jahr, wir werden jetzt hier am PC noch fertig fahren, weil mir gehen die Grafik-Bugs hier am Nerv, mir gehen alles irgendwie hier am Nerv. Ja, wir werden nach dieser Season auf Xbox One weiterfahren, auch mit Live-Kommentaren natürlich, aber halt auf einer neuen Plattform, die auch eine neue Schwierigkeit hat, alles. Und ja, aber lassen wir uns mal hier rein starten. Wir starten von Aragon. Ich denke mal, das ist, ich habe keine Ahnung, welches Land das ist. Ich glaube, das ist Katalonia oder so. Ich kenne die Strecke nicht, aber lass uns mal rein starten ins Qualifying 1. Bin die auch noch nie gefahren, wie gesagt. Und deswegen werden wir hier wahrscheinlich nur einen eher schwierigen Start haben. Aber ich meine, es gibt keine schwierigen Starts, es gibt nur zu wenig Motivation. Lass uns rein starten. Letzte Kurve hier. Ziemlich gut rausgekommen, obwohl es ja sehr neu ist. Es wird auch wieder bald mehr Facecam-Videos wieder geben. Die kamen ja auch in letzter Zeit. Ja, fuck. Okay, jetzt starten wir rein. Es wird auch wieder mehr Facecam-Videos geben. Die kamen ja auch in letzter Zeit nicht mehr so. Fuck erst. Das ist so ein Bug in der ersten Kurve. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, glaube ich. Aber wie gesagt, das wird jetzt endlich mal. Es wird auch mal ein paar mehr Facecam-Videos geben. Die kamen in letzter Zeit wirklich. Ja, kamen eigentlich im Dezember sehr, sehr oft. Nur jetzt hier Ende des Jahres sehr, sehr wenig. Champions League werden wir wahrscheinlich das Achtelfinale auslassen. Aber wie so weiter der Ganze? Ich habe mir auch so vorgestellt, so eine Art Netflix werden wir so ein bisschen. Werde ich mir so ein bisschen einen Plan machen, was alles neu kommen soll. Nicht nur neu, sondern auch, wo vielleicht eine Staffelerweiterung kommt. Oder so, vielleicht baue ich mir da so ein cooles kleines Video auf. Das könnte dann wirklich noch diese Woche, oder wird dann auf jeden Fall noch diese Woche kommen. Und Halleluja, jetzt wieder zwei rausgekommen. Halleluja, ich merke jetzt schon, die Kurven, die fucken leicht ab hier. Aber alles in Ordnung. Wir werden da vielleicht noch eine zweite Runde dranhängen. Und ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen. Aber ihr seht eh das. Wow, das hat viele Kurven. Halleluja, das fuckt ihr jetzt schon leicht ab. Raus hier und gut rausgekommen. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall so eine kleine Übersicht kommen, was alles so kommt. Aber, oder was ich alles geplant habe, würde ich mal sagen. Was alles kommt, lasst euch mal gerne überraschen, weil ich möchte nicht ein TV sein oder ein Fernsehen sein, der seine ganzen Programme schon ja, bekannt gibt. Ja, das gibt es ja nicht. Wir haben hier so eine schwierige Bremse. Das ist echt nicht normal. Ich muss mal ein bisschen früher bremsen. Kommt aber trotzdem auf Mikno. Oh mein Gott. Alter, was ist denn das für eine Strecke? Halleluja. Die ist schon sehr kurvenreich. Dürfen wir hier bitte? Mann, Alter, wir fahren unsere schnelle Rennrunde. Und wie gesagt, unschwer zu erkennen, wir fahren natürlich jetzt mit der KTM hier wunderbar. Die ist echt ein wunderschönes Auto und ich kann echt nichts dagegen sagen. Das ist so ein schönes Motorrad und ist natürlich auch aus meinem Heimatland Österreich. Und ich glaube, das ist hier auch jetzt schon die letzte Kurve. Wir werden hier wieder auf der Geraden überholt. Auch nicht schlecht von ihm hier. Ja, wir hatten aber den besseren Exit. Mann. Wow, eine lange Strecke. Und yo, ich würde mal sagen, ich fahre noch eine Runde und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, wir fahren über die letzte Kurve und zack. Ja, 1,1 Sekunden langsamer sogar. Hätte ich nicht geglaubt, aber man kann nicht machen. Man kann nichts sagen dagegen. Außer Props, wir sind trotzdem Erster geworden.
wieder mit einer Sekunde Vorsprung. Ich habe letztes Mal, ich meine schon drei Wochen jetzt, knappe drei Wochen ist es ja, habe ich die Schwierigkeit hochgedreht und ich glaube, die wird sich wieder nicht gesteigert haben. Ich habe gesagt, ich muss sie da wieder und wieder schauen, aber ich habe natürlich nicht geschaut. Ist egal, wir werden auf jeden Fall eine konstantere Schwierigkeit am PC haben und wahrscheinlich auch wird es da und ein bisschen schwafeln und ich muss da wieder die Schwierigkeit ein bisschen runterdrehen, weil das hier echt schon sehr, sehr einfach gehalten ist am Computer, weil am PC ist das viel, viel schwieriger. Ich schau mal kurz wegen den Tires hier, aber das schaut mir so aus, als ob wir vorhin vielleicht sogar soft fahren. Ich meine, 83% nach zwei Runden ist nicht viel und 74, das ist schon viel. Da werden wir Medium fahren. Jetzt mal im Qualifying probieren wir mal dies hier. So, und jetzt starten wir rein in unser Qualifying Crash. Da gab es wohl einen Abflug schon. Ich habe nur das Mikrofon, aber vielleicht kommt da auch noch ein Unboxing wieder, so hätte ich mir auch gedacht. Webcam habe ich auch eine neue und auch Greenscreen, aber der funktioniert bei mir leider noch nicht ganz so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob der dann derweil jetzt mal im Einsatz kommt oder ob ich mir da noch ein bisschen was abschauen muss. Er steht hier mitten auf der Strecke, er ist denke ich mal abgeflogen. Ja, sicher abgeflogen, weil sonst steht er nicht mitten auf der Strecke. Mann! Und er steht jetzt mitten hier im Weg, Alter, was soll die Scheiße? Das ist nicht schön, wenn einer so, wenn man so in den, ja, oh nein. Ja, ich meine, ich bin da komplett jetzt draußen jetzt da. Das ist so lächerlich, Mann. Er blockt uns hier. Es ist egal. Er kommt aus der Box, das ist halt ein bisschen so, ja, das geht. Hier schön runter, noch eine Kurve. Ja, die geht auch. Klar, Vollgas raus aus der Kurve und komm schon, einmal hier. Einmal links und Vollgas wieder. Jetzt kommt meine Geraden. Ich glaube, wir sind auf der Geraden ein bisschen langsamer als andere. Das ist nicht gut, aber ich meine, was soll man machen? Ah, fuck. Jo, ich glaube, wir sind auf der Geraden nicht so schnell als die anderen oder als manch andere. Und deswegen denke ich mal, werden hier auch ein paar Problemchen haben. Was nicht so schön wird im Rennen, aber ich meine, man kann es eh nicht ändern. Deswegen das Beste draus machen. Zack, hier durch, drüber und oh, es gibt halt so viele schön enge Kurven. Und ich glaube auch deswegen verlieren wir so wenig, also so wenig Reifen. Vielleicht werden wir wirklich so eine riskantere Strategie mal wieder wagen. Wir müssen eigentlich unser KTM-Team noch ein bisschen weiter vorbringen. Das war und wird und ist auch unser Ziel. Wir sind in der letzten Kurve, wo ich eigentlich auch finde, das sind zwei, aber egal. So, herauf, Vollgas, leicht bremsen, wieder Vollgas, wieder leicht bremsen. Ach, die können wir sogar Vollgas nehmen. Kein einziges Mal gebremst, nur einmal vom Gas gegangen. Und wo bleibt die Uhr stehen? 2,99, okay. Sollte sich ausgehen, end the session, yes. Und schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Off 1, okay. Was, und jetzt ist die KI einfach mal eine Sekunde lang so gefahren wie im Qualifying. Wie im ersten Qualifying-Segment. Ist egal. Ich meine, ich kann da sowieso nicht mehr durchblicken. So Leute, wir sind am Renntag. 23 Grad Luft und 36 Grad Streckentemperatur. Ganz, ganz wenig km/h Wind. Und ja, ups. Ich würde mal sagen, starten wir rein in unser... wir müssen mal unsere Strategie noch auswählen. Das ist mal auf jeden Fall das Wichtigere. Das habe ich nämlich vergessen. Change Tires 91. Also man verliert 10% mit den Mediums pro Runde. Ich weiß nicht, ob ich da eher... Vorne werden wir auf jeden Fall soft fahren, weil das ist auf jeden Fall okay. Probieren wir auch hinten. Nein, ich weiß nicht, wie viele Runden wir hier fahren. Kann man sich das irgendwo anschauen? Keine Ahnung, wie viele Runden fahren wir hier? Track Engineer, go to track. Change Tires, egal. Hä? X, Change, also Y. Gut, wir werden vorne soft fahren und hinten hard. Ist mir egal. Ich gehe da kein Risiko ein und lasse uns rein starten. Schauen wir mal, wie die anderen so fahren. Hart, 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 okay. Soft, hart, wir auf 1, okay. Medium, hart, die fahren alle hart, okay. Ich weiß nicht, ob das vorhin nicht sehr gewagt war. Wird sehr, sehr okay, da fährt Medium, Medium, also. Vorhin wird schon sehr, sehr gewagt sein. Aber ich meine, 9%, wir werden da nicht zu viele Runden fahren. Viele fahren hart, hart hier. Denkt mal. Und ich glaube, es ist vielleicht auch ein Segen, dass es nicht diese Seitenanzeige gibt, über die ich mich jedes Mal aufregt, dass es nicht gibt. Weil wenn ich da in der letzten Runde sehe, keine Ahnung, ich habe noch 5% hinten Reifen oder vorne Reifen, das will ich glaube ich auch gar nicht sehen. 7 Runden, ja, es sind okay.
Ich glaube, wenn ich das hochdividiere, dann ja, sind wir da, hochdividiere, genau. Mit dividieren hoch, hochaddiere, sind wir da auf jeden Fall gut dabei. 9 mal 7 sind, boah, bin ich deppert, 63. Und das ist auf jeden Fall schaffbar und machbar, weil ja die Strecke auch sehr lang ist. Gut, aber jetzt mal zurück hier zum Rennen und nicht zum Strategisch, weil das geht mir auch in der Formel 1 schon ein bisschen nerv. Es wird wieder, ich habe so viele geile Sachen wieder geplant für Formel 1. Unter anderem kommt natürlich wieder die Mega-Season, aber mega. Also ich möchte keine 100% Rennen fahren. Ich glaube, das schaffe ich auch nicht vom Zeitlichen her, die zum Schneiden auch noch. Und es wird auch kein fixes Team mehr geben, aber ich will nicht zu viel verraten. Es sind noch 3 Monate bis zur Formel 1 und ich finde auch das neue Jahr mit so einem Aufschwung, da muss man einfach durch und das ist einfach immer wieder ein Neuanfang, wenn man ins neue Jahr rein startet, ja, ich erleichter Querstelle, wenn man ins neue Jahr rein startet, dass man da so viel Aufschwung hat und so viel, so wie ein Neuanfang und das macht dann einfach Spaß am neuen Jahr. Wir können uns nicht stark absetzen von den hinter uns Fahrenden, aber sind schon leicht von ihnen entfernt und es ist einfach wunderschön, immer wieder so ein bisschen, ja, auch ein neuer Anfang für unseren Kanal. Wie gesagt, Ende Januar möchte ich vieles ändern, unter anderem das Titelbild wieder mal zurückändern aufs Alte. Oder ja, das werden wir in 1-2 Wochen auf jeden Fall, vielleicht auch diese Woche noch machen, weil das geht. Oder ich möchte mal ein neues entwickeln, aber das Problem ist, ich bin extrem schlecht in sowas. Also ich kann wirklich sehr, sehr schlecht sowas entwickeln und entwerfen. Da bin ich wirklich nicht der Beste drin. Aber ich werde mich da dran setzen, vielleicht mit meinem Bruder natürlich, weil er ja auch so ein Teil von unserer ITU-Familie hier ist. Und Champions League technisch geht es auf jeden Fall auch weiter. Wir werden da ab dem Achtelfinale wieder ansteigen. Wir haben ja eigentlich die Gruppenphase, die Hinrunden immer gespielt, die Rückrunden jetzt nicht, aber ich meine, wir wissen jetzt so circa, wer weiterkommt. Ich werde eine kleine Tabelle anfangen und ich glaube Ende Februar oder Mitte Februar geht es dann los mit unserer Champions League Achtelfinale. Die sind auch extrem gut bei rangekommen. Teilweise natürlich, ich meine, wir haben uns ja die besseren Match rausgesucht, aber so schlechtere Match, die sind nicht so gut angekommen. Und ja, da kann man doch nichts machen. Ich meine, bei BVB gegen Inter Mailand oder so, das ist halt sehr uninteressant. Aber wenn ich 8 Match von jeder Liste spielen will, muss oder ja, sollte oder keine Ahnung halt, dann ist es halt blöd, wenn ich dann sage, nee, ich lasse die mal aus und bring die Woche nur 6 oder so. Es waren halt Daily. Und das ist halt auch so. Ich habe auch wieder Daily-Videos geplant, aber nicht jeden Tag 2 Videos. Wenn dann wieder die Champions League kommt, sind sowieso dann wieder jeden Tag 2 Videos. Und ja, wir werden uns jetzt, ich werde mich jetzt, oder mein Bruder und ich werden sich jetzt mal auf 1 pro Tag fokussieren. Es werden wieder alte Liebhaberstücke kommen. Sowas wie auch wieder ein bisschen mehr in Vordergrund. Das Minecraft-Mega-Riesenprojekt. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Das ist einfach megamäßig spannend und interessant und deswegen würde ich mal sagen, da werden wir uns, das ist auch gut angekommen am Anfang des Jahres, aber ich glaube dann, wie es nur nach 2-3 Wochen immer ein Video gekommen ist oder ja, dann ist auch, habe ich es auch mal wieder ab und zu jede Woche eins gebracht, aber das ist, hat sich dann auch wieder aufgelöst und ja, ich möchte jetzt wirklich, wenn ich es nicht schaffe, jede Woche, aber jede 2. Woche wäre auf jeden Fall schön, wenn ich da was schaffe und ich glaube, das entwickelt sich heute wieder zu so einem Happy New Year Video. Aber nein, das soll es gar nicht werden. Wir gehen jetzt ins Rennen rein, sind in Runde Nummer 3 von 7 und ich würde mal sagen, Ende der Runde sehen wir uns dann wieder kurz vor der vorletzten, also mittendrin in der vorletzten Runde und wir schauen uns hier mal die Strategie an. Wir sind gut vorne weg und können da uns schön absetzen. Gassi auf 3 jetzt, super für ihn und ja, rundenzeitentechnisch sind wir auch schon wieder auf dem Niveau von Qualifying. Wir sind die fast gleiche Qualifying-Runde gefahren oder die fast gleiche Runde wie im Qualifying gefahren. Ja, ist auf jeden Fall schön. Letzte Kurve hier und dann zack, raus hier. Sind wir schon in Kurve in Runde Nummer 4. Und wie gesagt, wir sehen uns dann gleich wieder Ende des, ja, Ende des Rennens. Halleluja. Und jetzt noch ein Abflieger. Nein. Wie gesagt, wenn nichts Größeres mehr passiert, bis dann. So, und nun sind wir zurück hier mitten in der 6. von 7 Runden. Ja, hat gut funktioniert bis jetzt. Also ich habe mir da einen guten Vorsprung rausfahren können, keinen einzigen Fehler gemacht, im Gegenteil sogar, ich habe 2-mal meine schnellste Rennrunde unterbieten können und sogar tiefen Qualifying, also es ist immer noch Zeit drin, man kann immer noch Zeit rausholen, wir haben ein bisschen weit rausgekommen hier wieder, aber man kann immer noch Zeit rausholen und das ist halt einfach das Schöne an diesem, ja, an dieser
an diesem Sport und ich glaube, jetzt werden wir uns hier arg verbremsen, aber gar nicht. Ja. Das Einzige, was ich merke, ist, dass die Vorderreifen jetzt, oder der vordere Reifen jetzt allmählich zum Rutschen beginnt. Also ich glaube, da werden wir so 40% noch drauf haben oder so. Vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr. Kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, rausfinden oder so. Ich kann es nur schätzen, aber es ist schon ein bisschen wenig drauf. Aber trotzdem ist es noch immer noch fahrbar und auch extrem gut hier. Die Strecke lässt auch zu, lässt auch ein, zwei Fehler zu. Auch die Streckenposten oder die Stewards hier lassen auch ein, zwei Ausrutscher zu. Und hier, ihr seht es auch schon, wir beginnen leicht zu strugglen. Aber alles noch im grünen Bereich und alles noch absolut in Ordnung. Selbst das hier wäre schneller gewesen wie unsere Qualifying-Runde. Wir sind in der letzten Runde von unserem großen Preis von... keine Ahnung, welches Land das ist. Muss ich mir nachher nochmal kurz durchlesen. Habe ich vorhin vergessen, weil ich so in Euphorie war, endlich zu Beginn, und habe da wirklich nicht geschaut. Es tut mir leid für die Leute, die die Strecke kennen. Vielleicht sogar hier wohnen. Okay, hier wohnt vielleicht keiner, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, lasst wirklich gern ein kostenloses Abo da. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr da unseren Kanal supporten würdet. Und das wäre wirklich eine wundervolle Sache. Wir haben ja jetzt ein paar Abos dazu bekommen. Und es ist natürlich immer schön, wenn einer in der Community ein, zwei mehr werden. Und das freut mich auch. Und ich bin über jeden einzelnen Abo dankbar. Und sagt auch immer gern. Und ja, wenn ihr wollt, können wir auch so machen, wenn viele Abos dazu kommen, dass da jede Woche einer vorgestellt wird, wenn derjenige natürlich will. Weil wenn er das nicht will, ist es natürlich seine Sache. Aber dann müsst ihr wirklich mindestens pro Woche einen abonnieren. Also haltet euch dran, Leute. Abonniert fleißig und dann, ich würde mal sagen, wenn wir da die 50, 60 Abos haben, dann werden wir das wieder beginnen. Oder werden wir da beginnen. Ziel für das Jahr wäre natürlich 1000, aber das ist auf jeden Fall ein zu großes Ziel. 500 wären echt wunderbar. Also wenn wir unsere mehr als verdoppeln, verdoppeln würden, das wäre auf jeden Fall echt extrem cool, aber ich weiß, wie schwierig es ist, im heutigen YouTube mehr nicht zu versinken, ist echt schwierig, aber ich glaube, im MotoGP habe ich ein Spiel gefunden, aber auch mit dem Minecraft Riesenprojekt und mit unserer Formel 1 Karriere habe ich Projekte gefunden, die jetzt nicht so häufig in YouTube, Österreich, Deutschland, Schweiz, whatever sind. Vielleicht sollte ich anfangen, Englisch zu reden, aber ich bin letztlich der größte Englischsprecher. Und ich glaube, auf Deutsch ist es auch authentischer. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht auf Abos oder sowas. Und das hat sich jetzt auch ein bisschen in die falsche Richtung ergeben. Wie gesagt, wäre auch mega cool, wenn wir da unsere Abozahl vergrößern könnten. Aber wir vergrößern jetzt mal unseren Punktepolster in der Weltmeisterschaft. Wir holen uns den nächsten Sieg hier in... Vielleicht sehen wir es hier mal. De Aragon. Ich glaube, das könnte wirklich... wie gesagt, Andorra sein. So, weiter geht's. Schauen wir uns die Riders Champions an. Und wir sind hier 341 Punkte. Wir sind hier 118 Punkte vorne. Und ich glaube, wir sollten es jetzt geschafft haben. Wir sollten Meister geworden sein. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich bei der Fahrer. Boom, Leute, wir gewinnen hier. Und was für ein, ja, dominantes Rennen, würde ich sagen. Und das dominiert oder zeigt auch wieder oder spiegelt auch wieder, so jetzt endlich das Wort gefunden. Spiele ich wieder unsere Karriere hier, und die ist wirklich phänomenal, bombastisch, extrem gut und megamäßig spaßig. Es soll einfach nur Fun sein und nicht so dieses, wer ist besser, schlechter, whatever. Wir haben 5k geholt, ist auf jeden Fall Höchstwert, denke ich mal. Habe ich so lange nicht geholt. Oh, und das nächste Mal geht's in nach Thailand. What the fuck, halleluja. Schauen wir uns jetzt mal kurz das Rennen vorhin an. Könnte Andorra gewesen sein, oder war es Andorra? Aragon. Okay, kenne ich nicht, keine Ahnung. Spain, okay, ja. 1, 2, 3, 4, 5 Rennen sind es noch. Und dann wechseln wir zu Xbox One. Thailand auf jeden Fall eine wundervolle Strecke, kann ich mir jetzt schon vorstellen. 1, 2, 3, 4, ja, 5 noch nach Ost. Ist Melbourne? Ist es Melbourne? Nein? Der Philip. 5 Rennen sind es noch, das sind 100 Punkte, nein, 125 Punkte zu holen. Also es ist noch nicht ganz vorbei. Im nächsten Rennen könnten wir allerdings Weltmeister werden, und das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, Leute. Lasst dafür wirklich gerne kostenlos Abo, da würde mich wirklich freuen, wenn ihr da unseren Kanal supporten würdet. Und ihr könnt natürlich auch gern, oder falls es hat geklappt, ich habe mit Facecam aufgenommen,
Hab's natürlich jetzt nicht so groß bereitgestellt, weil ich mir nicht sicher bin, oder mit Greenscreen auch. Bin mir nicht sicher, ob der funktioniert, und habe deswegen auch nichts gesagt. Wenn er nicht funktioniert, seid nicht ganz, ganz angefressen. Aber es wird auf jeden Fall dann wieder FaceTime-Videos geben, wenn ich rausgefunden habe, wie ich das mit dem Greenscreen hinbekomme. Ich denke mal, es wird die Beleuchtung ein bisschen sein. Und das werden wir dann alles ändern. Und ich hoffe, das wird euch dennoch gefallen, auch wenn es keine FaceTime ist. Wenn nicht, sage ich Hallo. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne kostenlos aber dann ein Däumchen nach oben. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch die Glocke aktivieren würdet, dass ihr nichts verpasst. Und unseren Kanal teilen würdet, dass ihr wirklich, dass da mehr davon noch Lust bekommen und Laune bekommen. Und wir können uns aber auch anschauen, wo das genau ist. Wir können uns das wirklich genau anschauen. Okay, nein, da können wir nur so die Results anschauen. Und wie gesagt, schaut euch gerne auf Instagram und Twitter vorbei. Links sind unten in der Beschreibung. Und fertig war's mal. Ich bin jetzt raus. Ich bin mega müßig gehabt aufs nächste Rennen. Nächste Woche könnten wir Weltmeister werden. Also seid da, oder Meister, ich denke mal, das ist kein Weltmeister. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao.